Ja, und hallo und herzlich willkommen wieder zu Let's Play Das Schwarze Auge, Wolves on the Westwind. Die Visual Novel, wie es so schön heißt. Ja, das letzte Mal hatten wir mit der Elfe gesprochen. Wie und was und warum uns Allvir hier, das hier ist Allvir, warum er uns vielleicht nicht helfen wird und was wir vielleicht tun müssen und so weiter und so fort. Gegen den Daimoniden, gegen den Häscher, gegen den Fluch und wie er selbst von dem Fluch, der ihn seine dunkelsten Stunden vor über 10 Jahren herbeibringt, auch betroffen ist. Aber wenn er verzweifelt, können wir nicht anders, dann müssen wir halt vielleicht ohne ihn diesen Fluch brechen und uns gegebenenfalls ihn zurücklassen. Nun gut, wir sind jetzt weiter und es heißt jetzt hier Kapitel Kampf oder Flucht. Nachdem der Häscher die Wolfsfang erneut angreift, verlangt die Besatzung Antworten von ihrem Hetman und ein fruchtbares Geheimnis wird gelüftet. Jetzt interessant, das könnte jetzt spannend werden. Ja, das ist Nedime, das ist unsere Magierin oder fast voll ausgebildete Magierin. Und wenn ich das jetzt hier sehe, greift der Häscher wieder an, weil immer wenn wir dieses Bild im Hintergrund sehen, sind wir in eine Traumwelt zurückverdonnert worden durch den Häscher, der ihr wieder ihr Schicksal vorhält, dass sie aus der Magierakademie ja rausgeflogen ist, ohne dass sie wirklich, also sie ist sauer und so weiter, weil sie nicht weiß, was sie falsch gemacht hat. Scheinbar wurde sie rausgeschmissen, weil sie nichts weiterkommt und nicht besser wird. Und die anderen haben ihr aber offensichtlich auch nicht geholfen. Naja, deswegen. Jetzt, wir befinden uns an der Pentagramma-Akademie. Du spürst immer noch, wie dein Blut kocht. Die Bosheit des Häschers brodelt in einer Magengrube. Verwandelt sich in etwas Furchtbares. Du musst etwas tun. Du kannst nicht ewig im Garten sitzen und dich von ihm bestimmen lassen. Aber wie? Wer? Wenn nicht die Menschen hier. Was, wenn das Problem nicht bei ihnen liegt? Unvermittelt werden deine Gedanken von einem Geräusch in der Ferne unterbrochen. Das Echo eines Liedes, das du einst gehört hast. Ein Lied, das du hören kannst, wo in Rashtul du dich befindest. Inspirierend, voller Wissen und Geschichte. Ganz im Gegensatz zu dir. Er presst deinen Magen zu einem engen Knoten zusammen und du hasst ihn in diesem Augenblick aus tiefstem Herzen. Ein dunkler Schatten schleicht durch deinen Verstand, bis er sich in allzu vertrauter Form neben dir auf die Bank setzt. Du weißt, dass du dich nicht mehr hinter dem Schatten der Unfähigkeit verstecken kannst, Nedime. All diese Abenteuer, die du erlebt hast. Monate auf dich allein gestellt. Du hast bewiesen, dass du das Zeug dazu hast. Gib einfach dem Hass und der Wut nach. Ich hätte dich nicht so im Stich lassen dürfen, wie ich es tat. Und wir können wählen. Bei 1, du bist nicht echt. Oder bei 2, ich habe dich enttäuscht. Oder bei 3... Nein, das hättest du nicht tun sollen. Wählt schnell, wählt weise. Ich werde meine Entscheidung mit dem Würfel fällen. Und gebe euch nochmal gerade eine Sekunde Zeit. Denn... Ich muss hier gerade nochmal umstellen, ne? Wolves on the West Wind. Akt 3... Mit Nedime. So. So, damit man das auch sieht hier. Und ich sage, würfeln in 3, 2, 1 und los. Und eine 5. Nein, das hättest du nicht tun sollen.
Ich habe es verdient, besser behandelt zu werden als das. Wie jeder andere auch. Während du sprichst, spürst du den Blick der Erscheinung wie eine körperliche Last. Und die ganze Zeit über spürst du, wie dir Tränen in die Augen steigen und dann über deine Wange rollen. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Und da ist es, dieses grausame Grinsen, das du gleichsam verabscheust, wie fürchtest. Du musst es mittlerweile verstehen. Du bekommst eine Gänsehaut, als du seine Stimme hörst, die von einer tieferen, dunklen Macht erfüllt ist und dir bis ins Mark dringt. Selbst wenn du mich töten würdest, selbst wenn du es könntest. Dennoch konntest du ihm nicht gegenübertreten, keinem von ihnen und schon gar nicht dir selbst. Und das wird dich verfolgen, auch wenn ich es nicht tue. Und so können wir wieder entscheiden hier jetzt. Wir wissen, was dich antreibt, oder? Ich kann es bezwingen, oder? Jetzt verstehe ich. Wir können würfeln. In 3, 2, 1 und jetzt. Eine 2. Wir wissen, was dich antreibt. Aber jetzt wissen wir, was dich antreibt. Wir wissen, woraus du deine Kraft schöpfst. Wir sind vorbereitet. Seid ihr das? Denkt ihr das wirklich? Wie kann man gegen eine Macht gewappnet sein, die man nicht einmal versteht? Weißt du überhaupt mit Sicherheit, dass ich jetzt hier bin, mich mit dir unterhalte? Vielleicht bin ich genauso, wie du dir den Häscher vorstellst und du führst Selbstgespräche. Woher willst du das wissen? Über dir ist ein gedämpftes Donnergrollen zu hören, das langsam über den Himmel rollt. Es geht in ein tiefes, markerschütterndes Kichern über, bei dem sich deine Fäuste wie von selbst ballen. Plötzlich hörst du ein sanftes, kaltes Wispern hinter dir, so nah an deinem Ohr, dass du den Atem auf deiner Haut spüren musstest. Oder vielleicht bin ich hier. So schnell wie ein zuckender Schatten steht die Erscheinung vor dir. Du versuchst verzweifelt wegzusehen, aber es ist, als hätte es sich in deine Augen eingebrannt, sodass du niemals wegsehen kannst. Ein weiterer Donnerschlag grollt. Nein, es ist nur das Gelächter, obwohl beides so ähnlich klingt, dass du sie kaum noch unterscheiden kannst. Olvia hat recht, Nedime. Es gibt keine Hoffnung. Es gab nie eine Hoffnung. Der Moment, in dem du, er und das Kind des Hetmans zusammenkamen, ich hätte nie widerstehen können. Es war zu einfach. Ich wusste schon damals, dass ihr mich niemals würdet besiegen können. Die Stimme knirscht und kratzt über die Innenseite deines Schädels. An ihr ist nichts mehr von dem Klang oder dem Timbre, mit dem sie wie Zahir klang. Was bleibt, ist das dunkle, furchterregende Grauen, das sich darunter verbirgt und wie ein Insektenschwarm in deinen Kopf herumschwirrt. Ja, und wir haben noch mal ein wenig zum Würfeln. Wir sagen, bitte hör auf, oder ich bin nicht verdammt. Wollen wir fliehen oder wollen wir feststellen, dass wir nicht verdammt sind? Ihr könnt noch reintippen. 1 oder 2. Könnt ihr noch mal reintippen. 1 oder 2. Dann werde ich würfeln. Eine 1. Bitte hör auf. Bitte hör auf. Bitte. Dabei blitzt eine andere Erinnerung vor deinen Augen auf.
Die Erinnerung an Olvir, der vor dir auf und ab geht und mit den Fingern auf dem Griff seine Axt trommelt, während hinter ihm ein Dorf in Flammen steht. Zurück in den Gärten lacht der Häscher wieder. Ah ja, der Moment, in dem alles begann. Du nimmst eine weitere Bewegung vor deinen Augen wahr. Wieder wie ein zuckender Schatten. Und wieder ist der Häscher an deiner Schulter und flüstert durch dein Ohr in das hinterste Eck deines Verstandes. Würde es dir helfen, wenn du wüsstest, wie ich dich wirklich gefunden habe? Würdest du dann verstehen, dass ihr unmöglich auf Erfolg hoffen könnt? Jetzt erklingt ein eindeutiger Donnerschlag, der so heftig über dir hinwegfegt, dass du zusammenzuckst. Erwache! Du reißt die Augen auf. Deine Hängematte schwingt wild hin und her und du suchst verzweifelt nach Halt, als du von ihr herunterrollst. Du verziehst das Gesicht vor Schmerz, als du hart auf dem Boden aufschlägst. Überall herum hörst du, um dich herum hörst du das Stampfen von Holz auf Stiefel, von Stiefeln auf Holz, als Menschen durch den Gemeinschaftsraum eilen. Du schüttelst den Kopf, während du dich schwer atmend wieder aufrichtest. Du spürst, wie sich ein vertrautes Gefühl des Grauens in deinen Eingeweiden ausbreitet und du hoffst inständig, dass es nur ein Traum war. Aber etwas ist passiert. So viel ist in der Panik der Otter Jasko, die die Truppe hinaufstürzt, deutlich zu lesen. Du wünschtest nur, dass es nicht so. Ein Donnerschlag unterbricht jäh deine Gedanken und das darauffolgende Krachen lässt dich gegen den Mast taumeln. Du willst dich ärgern, einfach nur darüber frustriert sein, dass es schon wieder passiert. Aber das tust du nicht. Du fühlst dich einfach zornig und einsam. Du bist verängstigt. Du willst weglaufen. Du willst in Ruhe gelassen werden. Aber du weißt, dass du das nicht kannst. Nach all dem Schmerz, nach all der Verwirrung weiß ein Teil von dir, dass es so nicht weitergehen kann. Du musst es versuchen. Und so begibst auch du dich zur Treppe. Der dritte Dämonenschlag ertönt, als du das Deck der Wolfsfang erreichst. Er durchfährt dich so heftig, dass du fast die Treppe hinuntergeschleudert wirst. Aber du hältst dich am Türrahmen fest, um deinen Stand zu sichern, und wartest, bis die Wolfsfang wieder ins Gleichgewicht gekommen ist, bevor du weitergehst. Im nächsten Moment ist Estrid an deiner Seite und sieht zu den Wolken hinauf, die im Himmel zu brodeln scheinen. Ich hoffe, dass wir wenigstens das Ufer erreichen würden, bevor er wieder zuschlägt. Es gibt wirklich keinen Ort, an dem wir uns verstecken können. Wir können wieder auswählen. Nummer 1, es ist nur eine Vision. Nummer 2, wappnet euch. Oder Nummer 3, diesmal fürchte ich mich nicht. Wählt schnell, wählt weise, bevor die Würfel fallen. Denn die Würfel fallen in 3, 2, 1 und jetzt. Eine 5. Diesmal fürchte ich mich. Mehr als je zuvor. Estrid wirft dir einen besorgten Blick zu, der dir sagt, dass sie dasselbe empfindet, während sie sich zum Deck weiterschiebt. Alle strömen in die Nacht hinaus und betrachten die Wolkenfetzen, die nicht zum grollenden Gewitter gehören. Das Licht des Mondes scheint sich zu kräuseln und Blasen zu werfen, während das Loch in deinem Bauch langsam weiter aufreißt. Du kannst den Donner in deinen Ohren hören, bevor er in der Welt um dich herum widerhallt. Auch wenn du noch so gut darauf vorbereitet bist, gibt es kein Entrinnen. Es zerreißt dir den Verstand und zwingt dich direkt in die Knie. Für einen kurzen Moment explodiert
die Welt in ein schillerndes Schauspiel aus Millionen witziger Farbfetzen. Und dann ist da nur noch die Dunkelheit. Der scharfe Gestank nach brennendem Holz steigt dir in die Nase und du reißt panisch die Augen auf. Das Feuer brüllt in deinen Ohren und die Flammen blitzen vor deinen Augen auf und lassen dich taumeln. Im letzten Moment fängst du dich und in diesem Moment hörst du die Schreie aus der Nähe. Du siehst dich um. Klarer Nachthimmel, umrandet von Rauch, Ruß und Asche, die die Flammen hinaufschleudern. 1, 2, 3 brennende Gebäude, die in der Nacht vollständig in Flammen stehen. Es könnte jedes brennende Dorf sein, aber du weißt im Grunde deines Herzens, dass es das nicht ist. Genau. Windhaven, Nummer 1. Die offensichtliche Wahl, denn das ist wahrscheinlich das Dorf Windhaven. Dort, wo Allwir scheinbar seine Untaten gemacht hat. Estrid? Fragezeichen. Oder das wird nicht funktionieren, Häscher. Wir werden entscheiden, ne? Wollen wir uns dem Häscher entgegenstellen? Können wir doch eigentlich machen, ne? Und 3, 2, 1 und gewürfelt. Das wird nicht funktionieren, Häscher. Diesmal nicht. Du bist dir nicht sicher, was du erwarten sollst, als du in die Nacht hinausschreist. Du erhältst jedenfalls keinerlei Antwort. Oder die einzige Antwort kommt von den Flammen, die zornig in den Himmel peitschen. In diesem Moment bist du völlig allein. Bis auf den entfernten Chor der lauten Rufe. Allwir, das ist der Ort, wo er sein wird. Dorthin musst du gehen. Es dauert nicht lang, bis du spürst, wie dir der Schweiß die Haut herunterläuft. Es muss Hochsommer sein. Und als es nicht schon heiß, als ob es nicht schon heiß genug wäre, kommen auch noch die Flammen hinzu. Sie breiten sich nicht viel weiter aus als die Gebäude, in denen sie begonnen haben. Aber sie sind stark und intensiv. Sie füllen die Luft nicht nur mit Rauch und Asche, sondern auch mit einem wabernden Dunst, der die Sicht noch weiter erschwert. Aber als die Schreie lauter werden, weißt du, dass du am richtigen Ort bist. Der Pfad zwischen den Gebäuden öffnet sich auf einen Platz, an dem sich eine große Menschenmenge versammelt hat. Zwischen dir und ihnen siehst du Allwir, der auf und ab geht und mit den Fingern auf dem Schaft seiner Axt trommelt. Und nur wenige Schritt von dir entfernt wird ein Mann mit gefesselten Händen vor ihn gezerrt. Oh, mit einer Gans? Ist das ein Travia-Geweihter? Als er vor Allwir zu Boden geworfen wird, liegt er einen Moment lang ganz still. Du gehst weiter und machst einen großen Bogen um Allwir, während du in einem solchen Winkel gehst, dass du sehen kannst, wer der Mann ist. Ganz langsam stemmt er sich auf seine Arme. Du siehst seine orangefarbenen Gewänder im Schein des Feuers und für einen Moment scheint dein Verstand zu stocken. Zweifelsfrei erkennst du den schimmernden goldenen Anhänger, der um seinen Hals hängt. Dieser Mann ist ein Travia-Geweihter. Wusste ich's doch. Was geht hier vor? Bitte, wir sind hier Menschen des Friedens. Bitte lasst ab von uns. Dein Herz schlägt dir bis zum Hals, als du merkst, dass du diese Stimme kennst. Du hast sie schon einmal gehört. Du warst dort, wo der Gesegnete jetzt liegt. Du warst an seiner Stelle, als der Häscher dich das letzte Mal an diesen schrecklichen Ort zerrte. Aha, wir haben also die Szene schon mal erlebt. Was hat das zu bedeuten, Allwir? Wer bist du, Fremder? Oder... Punkt, Punkt, Punkt.
Wählt jetzt. 1, 2 oder 3. Ansonsten sagt der Würfel jetzt goodbye. Eine 2. Was hat das zu bedeuten, Olvia? Was geschieht hier? Aber du sprichst, als du sprichst, merkst du, dass du nicht einmal weißt, ob man dich hören kann. Deshalb bist du trotzdem überrascht, als die beiden zu dir herumfahren. Verlasse diesen Ort, Fremder. Das alles geht dich nichts an. Bitte, Fremder, lauf, lauf, solange du noch kannst. Still. Der Geweihte zuckt bei Orvirs Bellen zusammen und blickt schnell wieder zu Boden. Als hätte es dich nie gegeben, geht Orvir wieder auf und ab, jetzt ganz auf den Geweihten konzentriert. Je mehr du seine Bewegungen beobachtest, desto tiefhafter scheinen diese zu werden. Hin und her, hin und her. Wie ein Wolf, der genau auf den richtigen Moment wartet, um zuzuschlagen. Und wir können hier entsprechend würfeln. 1 für das musst du, du musst das nicht tun, oder 2 für Punkt, 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 Schweigen. Und wir würfeln in 3, 2, 1 und jetzt. Eine 3, also, du musst das nicht tun. Diesmal unterbricht Olvia seinen Umherstromern ganz, dreht sich auf den Fersen um und sieht dich wütend an. Wirklich, Fremder? Hör auf sie! Er hebt seine Axt und deutet auf die Menschenmenge zu deiner Rechten. Und du hörst ihre Schreie. Komm schon, Olvia! Zeig's ihnen! Statuieren ein Exempel, Olvir! Machen ihnen Angst! Komm schon! Alles bricht auf einmal über dich herein. Es ist wirklich atemberaubend. Die Emotionen kochen hoch, gefangen an einem einzigen Moment. Nach jedem Sieg werden die Erwartungen höher und höher. Wie kannst du die Legende aufrechterhalten? Wie sorgst du dafür, dass du immer von deinen Feinden gefürchtet und von deinen Freunden verehrt wirst? Du schüttelst den Kopf und wendest dich wieder der Situation vor dir zu. Der Geweihte hat die Hände gehoben, um wieder zu sprechen, und entscheidet sorgfältig, wann und wie er Olvir in die Augen sieht. Euer Volk verehrt Travia ebenfalls, nicht wahr? Dann musst du wissen, dass du dir damit nur selbst schadest. Die Götter blicken nicht auf diejenigen herab, die sich von ihnen weg ihrem Weg abwenden. Inmitten all der Gewalt und des Chaos hat sich eine Ruhe über den Mann gelegt. Du kannst das Beben der Angst in seiner Stimme hören, aber es ist, als hätte er einfach beschlossen, dagegen anzukämpfen. Zu sagen, was gesagt werden muss und was du hören musst. Wenn du das tust, wirst du nie wieder Ruhe finden. Alle Freunde und alles Glück wurden dir entrissen. Diejenigen, von denen du dir Respekt erhofft hast, werden dir nur noch Unzufriedenheit bescheren. Und egal, wohin du dich wendest, Unzufriedenheit wird dein einziger Begleiter sein. Glaubst du wirklich, dass du so leben kannst? Olvir blickt auf den Boden, die freie Hand fest geballt, während die Finger der anderen auf der Axt trommeln. Trommeln, trommeln. Jetzt können wir wieder wählen. Hör auf ihn, Olvir, oder? So fängt es an. Oder? Du bist dem Druck erlegen. Wir können würfeln. In 3, 2, 1 und los. Eine 3. So fängt es an. Alles wirbelt in deinem Kopf herum, eins nach dem anderen, bis es ein vermengtes und vollständiges Rezept ist.
Die Worte des Geweihten, die Worte der Menge. Olvirs Verhalten in all diesen Wochen. Der Häscher findet dich, weil du nicht auf den Geweihten hörst. Weil Travia dich verlässt. Verlässt? Sie verlässt dich und hinterlässt ein Loch. Ein Loch, das der Häscher spüren kann. Er spürt diejenigen auf, deren Seelenfrieden gestört ist. Unter all dem lauten Chaos bist du dir sicher, dass du das tiefe, seelenlose Kichern vernimmst, das dein Rückgrat hinaufkriecht. Olvir geht wieder auf und ab. Seine Augen sind nun auf die Menge gerichtet. Dann auf den Geweihten. Und dann wieder auf die Menge. Der Feuerschein wirft flackernden Schatten auf sein Gesicht und er stößt ein tiefes Knurren aus, als der Blick wieder auf den Geweihten gerichtet wird. Olvir! Olvir! Du hörst Gunnars krächzende Stimme, die sich durch die Menge drängt und sieht dann, wie er aus der vordersten Reihe hervorbricht. Nein, Olvir! Nicht so! Olvir sieht ihn kaum an. Seine Augen blicken auf den Rest der Gruppe, die immer noch hinter seinem Freund weiter skandiert. Er knirscht mit den Zähnen und trommelt wieder mit den Fingern auf seine Axt, geht weiter auf und ab. Doch als er das nächste Mal vor dem Geweihten steht, bleibt er stehen und schaut den Mann noch einmal an. Der Himmel ist schwanger mit Rauch und Asche, aber du bist dir sicher, irgendwo über dir Donner zu hören. Sie werden mich fürchten. Deine Aufmerksamkeit richtet sich wieder auf Olvir, der den Geweihten wie ein Raubtier umkreist. Das werden sie. Jetzt können wir eingreifen sogar. Jetzt könnten wir sogar eingreifen. Lass es geschehen. 1. Ein Orkanofaxius, um ihn umzustoßen. 2. Oder ein Blitz dich findet. 3. Endlich wieder etwas Action und Spannung hier drin. Was soll ich wählen? Entscheidet bitte. Ich möchte es nicht dem Zufall entscheiden lassen. Der Zufall hat oft genug zu viel Unsinn gemacht. Entscheidet bitte. 3, 2, 1 und würfeln. 4. Orkanofaxius. Nein, du kannst nicht einfach nur zusehen. So schnell du kannst, sprichst du die Orkanofaxius-Formel und konzentrierst dich dabei ganz auf Olvir. Der Luftstrahl trifft ihn in den Rippen, als er nach unten greift, um den Geweihten zu packen, und stößt ihn unsanft zur Seite. Du rennst sofort los, ohne den gefallenen Torwalschen Hetmann aus den Augen zu lassen. Jetzt bist du dir sicher, dass du es hörst. Ein jenseitiges Kichern, das von überall her in dich eindringt, aber auch aus den Tiefen deines Verstandes hervorquillt. Nein, Nedime! Du schüttelst den Kopf. Das ist unmöglich. Du hast nicht geblinzelt, du hast nicht weggeschaut. Doch direkt vor deinen Augen, von dem einen Augenblick auf den nächsten, hat sich die gefallene Gestalt Olvirs in Zahir verwandelt. Bis auf diese goldenen Augen und dieses grausame Lächeln. Du wolltest wissen, wie ich dich gefunden habe. Jetzt müsst du es dir ansehen. Es gibt kein Entkommen. Zu spät begreifst du, was geschehen ist, und schüttelst den Kopf, um die Vision loszuwerden. Du drehst dich wieder um und findest Olvir genau dort, wo er vorher war. Mit einem Schrei stürzt er sich auf den Geweihten. Es ist grausam anzusehen. Es geht nicht schnell und es ist sicher nicht schmerzlos. Es ist grausam, gewalttätig und blutig. Der Geweihte wiederum bettelt nicht. Er weiß, dass sein Ende gekommen ist und er hat alles gesagt, was er zu sagen hatte. Er weiß, dass er Olvir nicht zwingen konnte, zuzuhören.
und du bist einfach nur fassungslos und stumm. Was dich am meisten schockiert, ist nicht die Gewalt oder gar die Grausamkeit. Es ist nicht einmal Allvir selbst. Es ist die Reaktion der Menge, die dich wirklich erschreckt. Sie jubeln ihm zu, feuern ihn an. War das alles nur Allvirs Einbildung? Oder waren sie tatsächlich so schlimm wie er? Sogar noch schlimmer? Es macht dich wütend, nicht nur auf Allvir, sondern auch auf sie, weil sie ihn an einen Punkt getrieben haben, an dem er keinen anderen Weg sah, sie zu beeindrucken. Was tust du? Wie weit bist du bereit zu gehen? Um sicherzustellen, dass du von deinen Feinden gefürchtet und von deinen Freunden verehrt wirst. Deine Augen öffnen sich flatternd. Weit über dir hörst du, wie sich die letzten Echos des letzten Donnergrollens in die Leere verflüchtigen. Nur den intensiven Geruch mit Meerwasser durchtränkten Holz steigt dir in die Nase. Dieses Mal ist nicht wie die anderen. Dein Geist beginnt bereits zu arbeiten, kurz bevor dein Bewusstsein zu ihm aufholt. Es ist wie das Erwachen aus einem Traum, als würdest du aus der Realität herausgerissen und in eine andere hineinversetzt werden. Und genau da machen wir jetzt mal eine kleine Pause. Bei YouTube werdet ihr im nächsten Teil weiter zusehen können. Bis gleich, sagt der Captain.